Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Mira. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bake Club Spezial mit unserem Kooperationspartner Google Home Mini. Wir machen heute einen gedeckten Quittenkuchen. Mit Quitten haben wir hier ja noch gar nicht gearbeitet, also seid gespannt auf dieses tolle Rezept. Wir brauchen als erstes einen Mürbeteig und den machen wir auch gleich, indem wir erstmal Zucker, Butter, etwas Vanillezucker und eine Prise Salz verrühren. Dann kommt das Mehl und etwas eiskaltes Wasser dazu. Wir fangen an, mit den Knethaken zu rühren, müssen aber wahrscheinlich bald auf die Hände umsteigen. So ein Riesenstück Mürbeteig kneten ist ganz schön anstrengend, aber ich habe es geschafft. Und jetzt zertrennen wir das Ding in zwei gleich große Teile. Ja, so. Und die drücken wir jetzt jeweils so ein bisschen flach und packen die in Frischhaltefolie. Und dann kommen die für so eine Stunde etwa in den Kühlschrank. Jetzt kommen die Quitten zum Einsatz. Die werden geschält, geviertelt, entkernt und dann in dünne Scheiben geschnitten. Quitten sind als Superfood ja gerade wieder voll am Kommen. Hey Google, frag das Bake Club Zutatenlexikon, was ist Quitte? Okay, holen wir uns Bake Club Zutatenlexikon. Die Quitte gehört zu den Kernobstgewächsen und ähnelt optisch Apfel und Birne. Das Fleisch der gelben, duftenden Frucht ist in den meisten Fällen jedoch roh nicht verzehrbar, da ein hoher Anteil an Gerbstoffen der Quitte ein bitteres Aroma verleiht. Dafür eignet es sich besonders gut zur Herstellung von Marmelade, Kompott oder auch Likör. Als Kompott. Das passt ja super zu unserem Kuchen. Die Scheiben, in die ich die schneide, sollten ungefähr einen halben Zentimeter dick sein. An diesen schönen Berg von Quitten kommt jetzt etwas Zitronensaft sowie Orangensaft Orangenschale und etwas Zucker. Das Ganze lasse ich jetzt aufkochen und für so 8 bis 10 Minuten auf dem Herd köcheln. In der Zwischenzeit können wir auch die Äpfel schon mal schälen, entkernen und in Scheiben schneiden. Für dieses Rezept eignen sich säuerliche Äpfel besonders gut. Zu den Äpfeln kommt Zitronensaft, Zucker und Zimt und dann lassen wir das Ganze ungefähr 20 Minuten ziehen. Die Quitten sind jetzt auch soweit. Die kommen vom Herd. Und dann schütte ich die in ein Sieb und lasse sie darin abtropfen. Der Teig war lange genug im Kühlschrank. Unsere Äpfelchen sind durchgezogen und die Quitten abgekühlt. Das heißt, wir können unseren Kuchen jetzt endlich in die Backphase bringen. Dafür rollen wir zunächst einmal den Teig aus. Die Backform habe ich schon vorbereitet, die ist gebuttert und mit Backpapier ausgelegt. Und Ziel ist es jetzt, den Teig ungefähr in der gleichen Größe auszurollen. Jetzt rolle ich den hier drauf.
roll ihn hier wieder ab. Der Boden wird jetzt nochmal mit einer Gabel eingestochen. Und der kommt jetzt bei 190 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen, und zwar auf die unterste Schiene. Hey Google, stelle einen Timer auf 12 Minuten. Okay, 12 Minuten. Los geht's! Während unser Boden vorbackt, können wir schon mal die andere Hälfte des Teigs ausrollen. Die Quitten werden unter die Äpfel gemischt. Und dann wird das Ganze auf den vorgebackenen Boden gegeben. Ihr seht, ihr macht's lieber besser als ich und nehmt eine ganz große Schüssel. Noch ein bisschen hart, aber sehr lecker. Was ich ja auch gerne mag, ist Quittengelee. Ich glaube, das mache ich auch mal die Tage. Hey Google, setz Quitten auf meine Einkaufsliste. Okay, ich habe deiner Einkaufsliste Folgendes hinzugefügt: Quitten. Die andere Hälfte Teig kommt nun oben drauf. Wenn der euch ein bisschen einreißt, ist das kein Drama. Wir müssen da eh noch kleine Löcher reinmachen, damit der Kuchen auch ein bisschen atmen kann. Also keine Schande. Jetzt verteilen wir noch kleine Butterflöckchen obendrauf. Und etwas Zucker. Zum Schluss ein paar Mandelstiftchen. Das sieht so lecker aus. Der kommt jetzt nochmal in den Ofen, und zwar wie gehabt bei 190 Grad Ober- und Unterhitze. Erst auf der untersten Schiene für 25 Minuten und dann auf der mittleren Schiene für 10 Minuten und dann ist er fertig. Ich habe mir schon mal ein Stück aus unserem Quittenkuchen rausgeschnitten. Er duftet herrlich und ist auch noch ganz warm. Das heißt, ich werde gleich mal reinhauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Es ist wirklich ein tolles Rezept. Und vor allem finde ich das so super, weil das mit den Quitten einfach nochmal so was Besonderes ist, so im Gegensatz zu dem normalen gedeckten Apfelkuchen. Also probiert ihn unbedingt aus und bis ganz bald. Mmm.